Haubenbiene. Ja. Hallo, was hast du auch vom SV Holz? Die Winterpause ist noch im Gange bis morgen früh. Wir sind offiziell morgen früh erst zum Trainingstart da und haben gestern und heute unsere Hallenturniere. Aber ich hoffe, dass wir morgen früh alle versammelt sind und auch unsere beiden Neuzugänge dann im Kader haben. Hoffen wir auf eine Vorbereitung, die uns auch in der Rückserie dann hoffentlich, sagen wir es mal so, wettbewerbsfähig werden lässt. Zwei Neuzugänge, welche sind das? Das ist einmal Viktor Breininger und Nils Hötting vom Nachbarverein Eintracht Nordhorn. Das sind Spieler, die auch uns aus der Stadt kommen. Also die Nähe ist da, das ist auch ein Schwerpunkt, dass eigentlich alle Spieler bei uns aus der Ecke kommen und passen auch bei uns ins Schema. Kann man damit rechnen, bis zum 31. Januar, dass man noch mehr macht auf dem Bühnenmarkt? Ist ja einiges. Ich bin schon lange im Fußballgeschäft und ich schließe nie was aus. Deswegen momentan ist es so, dass wir Anfragen haben von Vereinen, dass Spieler interessant sind natürlich, aber bislang will sich keiner wegbewegen. Ich muss auch sagen, sie haben bislang einen super Job gemacht und ich habe auch vor, mit denen weiterzugehen. Allerdings, wie gesagt, wenn Interessenten da sind von höherklassigen Vereinen, dann unterstütze ich das natürlich auch. Wir werden abwarten müssen. So bislang ist da noch keine Entscheidung gefallen. Ihr habt ja eine furiose Hinserie gespielt als Aufsteiger. Denkst du, das wird schwierig werden, daran anzuknüpfen, oder ist die Mannschaft so gefestigt in sich, dass sie sozusagen ihren Stiefel weiterspielen könnte? Ja, ich bin schon realistisch, he? Und wir sind Aufsteiger und wir haben das bislang wirklich klasse gemacht und haben auch viel dafür getan und die Spieler haben das hervorragend umgesetzt. Aber wir sind keine Fantasten, also wir können das sehr gut einordnen. Ich meine aber schon, dass wir so viel Qualität auch haben, um auch ein bisschen Glück, sag ich mal, in diesen Bereichen zu bleiben. Allerdings weiß ich auch, dass es noch viele Vereine gibt, die in der Kompaktheit Vorteile haben. Muss man auch respektieren und akzeptieren. Aber ich bin bislang sehr zufrieden mit dem, was wir hingekriegt haben. Und ich hoffe natürlich, dass wir in der Rückserie auch ähnliche Leistungen bringen können. Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich. Wen siehst du als größte Konkurrenz? Welche Vereine? Da gibt es ja gleich mehrere. Nicht? Also jetzt die üblich Verdächtigen natürlich. Also ich finde, dass man jetzt in der Hinserie mit Goslar und Oldenburg stehen schon zurecht oben. Ich bin sicher, dass Oldenburg kommen wird. Hesling macht das aufgrund ihrer Erfahrungswerte, die sind ja schon ein paar Jahre auch in der Oberliga, machen eine sehr gute Vorstellung. Und dann haben wir noch Osnabrück und Braunschweig, mit denen muss man immer rechnen. Aber ich finde, die Liga ist so ausgeglichen. Wir müssen in den Spieltagen eine Top-Leistung bringen, um auch gegen den derzeit Tabellenletzten zu bestehen. Aber das sind so die Vereine, glaube ich, die es am Ende unter sich ausmachen werden. Ja, mit euch zusammen? Ich persönlich, das ist auch kein Geheimnis, möchte auf jeden Fall höherklassig trainieren. Ich bin auch sicher, dass wir Spieler haben, die das Ziel auch haben. Es ist natürlich mit Augenmaß alles zu sehen, der Verein. Das ist ein Verein, der auch noch nie so hoch gespielt hat. Und es ist wichtig, dass Strukturen da sind, die das auch machbar machen und nicht, dass man Harakiri spielt und Dinge aus den Augen verliert. Das bin ich auch nicht und ich versuche, dem Verein da auch zu helfen, in welchen Bereichen wir uns aufstellen müssen oder uns auch gut aufstellen müssen. Aber bis dahin ist es ja noch, ne? Wir sind so weit entfernt wie die Erde vom Mond. Wie gesagt, wenn wir uns weiter da so auch da mitmischen können, ist das eine super Geschichte auch für den Verein natürlich. Genau. Heute beim Spiel eben hat man ja gesehen, was ihr auf dem Parkett leisten könnt. Ja, ich muss sagen, ich bin auch sehr hoch erfreut. Für mich ist immer wichtig, wie man sich darstellt und dass man das nicht einfach so abspult. Da gibt es mit mir richtig riesigen Ärger. Ich finde, das ist auch eine Bühne, auf der wir uns bewegen können. Und wir haben die Einladung bekommen, ist für den Club Wien natürlich auch eine klasse Angelegenheit. Ich habe mich tierisch gefreut, dass wir auch eingeladen worden sind. Und da hat man auch mal Gelegenheit, sich zu präsentieren. Und das ist ein öffentlicher Auftritt und wir präsentieren auch den Verein. Und überall, wo ich auftauche, will ich eine seriöse Präsentation haben. Und das haben wir bislang hier auch so hingekriegt. Und ich bin sehr erfreut und macht mir Spaß, unseren Spielern zuzukommen. Okay, hallo Beusthoff. Noch viel Spaß beim Hallenturnier in Kloppenburg und vielen Dank. Ich danke auch. Dankeschön. Alles klar. Wir sehen uns. Genau. Okay.